So, wir starten die Woche rein in die siebte Trainingswoche mit der Ballannahme hinter dem Standbein. Das machen wir dann, wenn der Ball von vorne auf uns kommt, leicht schräg, entweder rechts oder links, und wir gleich die Richtung wechseln wollen. Wir schieben den Ball immer, wenn er ein bisschen seitlich kommt, mit der Innenseite nach hinten und schieben den Ball immer, ich zeige es einmal, ist ganz wichtig, diagonal auf die Seite, dass der Ball kommt, und ich schiebe hier diagonal rüber, dann kann ich die Richtung kontrollieren. Ganz wichtig ist noch dazu, dass wir nicht auf den Ball reinhacken, sondern ihn wirklich mit unserer Innenseite rüberführen. So, das können wir ganz leicht üben. Wir brauchen dafür einfach nur eine Wand. Wir fangen jetzt mal an, die rechte Seite zu üben. Ich spiele den Ball gegen die Wand, wenn er zurückkommt, lege ich ihn mit der Innenseite hinter, drehe einmal ganz meinen Oberkörper, mache eine Sohlenwende und drehe mich wieder zurück. Weiter geht's wieder, spielen nach hinten, linken Sohlenwende mit dem linken Fuß, und dann wieder spielen, lege den Ball wieder diagonal, drehe mich einmal Sohlenwende, ob lenke wieder durch und so weiter. Das würde ich auf der einen Seite 10-mal machen. Das heißt, wir fangen 10-mal mit dem rechten Fuß an. Dann gehen wir auf die andere Seite, auf den linken Fuß. Da sieht es natürlich genauso aus. Ich spiele auf meinen linken Fuß. Hopp. Linker Fuß lenkt den Ball durch. Rechter Fuß macht die Sohlenwende. Spiel wieder. Lenkt den Ball durch. Machen wir die Sohlenwende und so weiter. Auch hier führe ich wieder den Ball mit dem linken Fuß nach hinten. Wieder schräg. Drehe mich um. Kann weitermachen. Genau, also jede Seite ungefähr 10-mal passen, dann müssten wir uns ganz wohl damit fühlen. Viel Spaß!